Oh, sind wir ein bisschen doof. Einige. Aber ich töte sie sowieso alle. Ah, geil, jetzt hier so ein Tunnel. Bam. Bam. Du kommst gar nicht erst nah genug ran. Bam. Ja, gute Frage, ey. Habe ich mich gerade auch schon gefragt. Ja, das tun sie so oder so. Alter, ich habe voll viel Medizin verbraucht. Wow, das war episch. Warum hat er das nicht sofort gemacht? Um entkommen zu können, oder was? Tja, vor der Zerstörung der Baupläne habe ich es nicht geschafft, niemanden zu töten. Das klang wieder doppelt gemoppelt, aber ich glaube, es war grammatikalisch korrekt. So, und gleich gucke ich erstmal, da ein paar Assassine wieder hier ihre Missionen erfüllt haben. Dürfen die erst nochmal ein bisschen aufleveln. Okay, wo sind wir hier? Wir sind am Eingang dort, okay. Da kam ich ja nicht hin. Ich will jetzt mal versuchen, dorthin zu kommen. So, wir werden sehen, ob ich es da hinten auf den Turm schaffe. Juhu! Oh, der ist mir zu weit weg. Ja, hoch, danke. Oh, und ich kann alle töten lassen hier quasi. Na, willst du kämpfen? Komm, Pferdkampf hier. Ey. Ja. Bam! Nice. So, wie war das noch gleich? Okay. Ich weiß nicht, wie man das Schwert wieder heift hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Deswegen, tja, laufen wir einfach mit gezuckter Klinge hier durch die Gegend. Ist ja was ganz Natürliches. Okay, die Elts geben wahrscheinlich seine Kriegsmaschinerie an, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Leonardos Maschinen. Gehen wir da doch einfach mal hin und schauen uns das mal an. Wow, Zeitlupenreiten kommt sehr episch. Jetzt wieder normal. Alter, die gepanzerten Pferde, ne? Die sind ja so langsam. Oh, Gottes Willen. Kann ich nicht das Pferd einfach töten und mir ein anderes schnappen? Das wäre doch viel besser, viel einfacher. Ich reite gerade schon so schnell ich kann. Heilung, Gesundheit. Ja, runter da eigentlich. So, Heilung, Gesundheit. Ja. Gut. Bald fühlt ihr euch besser. Fertig eingekauft? Jawohl. So ein riesengepanzertes Pferd hier. Nee, da gibt es leider nichts in der Nähe. Allerdings, wenn ich weiter dahin der Straße folge, dann komme ich hier noch zu so einem Assassinteil, zu einer Assassinengeschichte und zu Leonardos Kriegsmaschinen zugleich.
Was natürlich einen gewissen Vorteil darstellt, ne? So, da kann ich immer noch nicht hin. Das kommt wahrscheinlich nachher mit der Story. Ich wollte gerade sagen, wir stellen das da oben hin, da musst du von oben rankommen. Ah. So. Ja, das brauchen wir alles nicht. Assassinen, wer ist denn aufgestiegen? Ah, er ist auf Stufe 5. Das heißt, er kriegt die Schiavona. Sie ist nach wie vor. Er kriegt erstmal hier eine dicke, fette Axt. Was ist mit ihr? Noch ein bisschen mehr auf Rüstung, würde ich sagen. Er kriegt auch die Axt. Oh, Waffen, ne? Und Rüstung, damit ich die so ein bisschen synchron hochziehe. So, und dann würde ich mal sagen, gibt es ein paar neue Aufträge. In Florenz, was haben wir denn da? Das ist zu wenig. Das, alter Schwede. Können die das irgendwie so zu fünft machen oder so? 8%, 2400 EP, alter Schwede. Ne, 40%. Das ist noch ein bisschen zu viele. Suchen wir hier mal 4 Sterne was raus. In Wien. Jawohl. So, das sieht doch gut aus. Das sollten wir alles hinkriegen. Warte mal. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen. Sie hier ist am weitesten sogar. 281 hat sie schon. Das ist eine gute Mission. Sollen die mal machen? 3 Sterne. Wie viel bringt das denn? 69? Nee, das bringt ihm zu wenig. Ja, das können die beiden doch übernehmen. In Paris. Einen Herold eliminieren. So, Mission starten und los. Und einen Assassinen behalte ich mir hier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Leonardos Kriegsmaschinerie. Wird Zeit, dass sie zerstört wird. Auch wenn sie eigentlich noch gar keinen Schaden angerichtet hat, aber... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und so ein halbautomatisches Maschinengewehr da oder was die da auch hatten, das ist schon nicht ohne. Hopp, hopp, hopp. So, Kriegsmaschinerie, was haben wir denn hier? Okay. Mit einem betrunkenen Priester, der mich schlägt und mir den ganzen Tag Psalmen vorbetet. Wir essen nichts als Artischocken. Und heute, okay, euch haben wir nicht mal die. Gönn dir eine Platz für euch. Habe ich noch nie gesehen. Mich sicherlich hier verstecken. Aha. Los, erledige ihn. Das überlasse ich mal meinem Schüler hier. Sag ich mal. Zack! So. Da ich das natürlich eine Frechheit finde. Bodenlose Frechheit. Oh, und den Rücken? Nee, schade. Bam! Bam! Haben wir den schön hier geöffnet, den Brustkorb.
Ja, cool. Das hat doch mal richtig schön hier reingeknüllt. Und hier ist ein Arzt. Ja, tada. Runter da, runter da. Brava, Ezio. Alter, was macht der denn da? Ich drück nicht mal die Umschalttaste und jetzt drücke ich sie und jetzt macht er nichts. Tja, das hatten wir ja schon mal. Oh. Oh, voll Blut überströmt hier. Natürlich renovieren wir den Doktore. Schick, schick. Ich kann kleine Amputationen vor Ort durchführen. Heilkunde ist eine ganz erstaunliche... Na, na, willst du wohl? Geht doch. So, wo ist denn Leonardos Kriegsmaschinerie? Ach, ist das auch wieder ein Ausgang? Ja, ich muss sagen, so gut gefällt mir das jetzt eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem einfach nochmal. Dann habe ich immerhin schon mal zwei fertig. Habe ich nicht mehr so viel zu erledigen. Aber das scheint wieder außerhalb der Stadt zu sein. Oder nee, innerhalb der Burg da? Warte mal. Ja, ist gut. Da hatte ich jetzt keinen Bock, das gerade vorzulesen. Nee, das ist außerhalb der Stadt. Das mache ich mal noch nicht. Trotzdem will ich noch die Karte haben. Denn ich will jetzt mal einfach die nächste Hauptmission auswählen. Wenn ich sie denn finde, da ist sie. So, und damit haben wir ein Ziel, was gerade mal 500 Meter nur entfernt ist. Gibt es hier in der Nähe eine Kanalstation hier? So ein Kanalteil? Da. Aha. Juhu! Weiter geht's. Ist immer noch dicht. Ich hoffe ja, dass es mit der nächsten Hauptmission kommt. Aber das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht. Wieso macht er das? Ich befehle ihm das nicht mal. Der teleportiert sich da einfach hin und steigt auf. So, interagieren. Los geht's. Yo. Ins Versteck müssen wir offenbar. Und ich denke mal, die Mission werde ich noch machen. Und dann reicht mir das auch erstmal wieder. Ist mitten in der Nacht. Ich habe zwar morgen frei, will aber morgen schon eine Runde pennen. Deswegen will ich nicht ganz so lange machen, dass ich morgen ausgeschlafen bin auch. Also ich will morgen lange pennen und will auch, dass ich ausgeschlafen bin. Wegen, weil Schule machen. Uni. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Oha, da haben wir ja doch mal wieder einige Quests bekommen hier. Die Karte auf dem Schreibtisch ansehen, okay. Ah, okay. Hier kann man das also auch machen, beim Assassinenversteck. Ja, Umschalt drücken.